Hier zum Thema Satz des Pythagoras mal noch eine Aufgabe. Ihr habt ein gleichseitiges Dreieck sogar. Gleichseitiges Dreieck kriegt ihr wahrscheinlich hübscher hin. Mit der Seitenlänge 10, was auch immer, Zentimeter, Meter. Und ihr sollt ohne irgendeine gegebene Formel aus der Formelsammlung, die ihr vielleicht ablesen könnt, den Flächeninhalt bestimmen. Da kommt jetzt ein bisschen was zusammen. Flächeninhalt von einem Dreieck ist 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Vielleicht steht da auch Grundseite mal Höhe durch 2 oder a mal b durch 2. Je nachdem, was ihr gerade im Kopf habt. Ihr braucht auf jeden Fall eine Grundseite und eine Höhe. Egal, wie ihr das jetzt drehen würdet. Grundseite ist ja egal, ist ja jeweils immer 10. Bei der Höhe kommt ja so noch nicht weiter, die ist ja nicht gegeben. Wenn ich jetzt aber die Höhe ziehe, dann entsteht ja ein rechtwinkliges Dreieck. Es teilt die entsprechende Seite hier unten in zwei gleich große Stücke, 5 und 5. Und jetzt kann man sagen, rechtwinkliges Dreieck, Kathete, Kathete, Hypotenuse. Es gilt ja die eine Kathete, 5 Quadrat, plus die andere Kathete, h Quadrat gleich die Hypotenuse gegenüber vom rechten Winkel. Und dann kann ich entsprechend nach h umstellen. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das ausrechnet, die Zahlen. Viele verdüddeln sich immer, wenn man umstellt und dann eine Wurzel zieht mit den Quadratzahlen. Das könnt ihr selber entscheiden. Sollte auf jeden Fall hier kein Problem sein, dann noch die Wurzel zu ziehen. Heißt dann Wurzel 75. Normalerweise, wenn ich die Wurzel ziehe, habe ich ja ein positives und ein negatives Ergebnis. Eine negative Höhe sollte es aber nicht geben. Und damit könnt ihr dann entsprechend den Flächeninhalt bestimmen. Zum Beispiel eben Grundseite dann 10 mal Wurzel 75.